Ich will das Rad zuerst drehen. Was für ein Glück für mich. Ich mag wirklich Würstchen. Es ist so cool, dass ich so ein Ding bekommen habe. Eine riesige Wurst, um genau zu sein. Lecker. Und jetzt kann ich schauen, welche Leckerei ich bekomme. Mann, ich wollte einen Leckerbissen, keine hässliche Kakerlake. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, alles zu verändern. Nein, ich lasse es nicht zu. Willst du, dass ich dieses ekelhafte Zeug esse? Ich meine, es stinkt oder es krabbelt. Nein, das mache ich nicht. Ich habe schon jetzt große Angst vor ihnen. Wenn du es nicht auf die einfache Tour machen willst, wir haben ein Bestrafungsrad. Nein, ich würde lieber Kakerlaken essen. Obwohl sie überhaupt nicht zu meiner leckeren Pizza passen. Ah, sie haben meine Hand angegriffen. Nein, dafür habe ich mich nicht angemeldet. Juli, worauf wartest du noch? Okay. Du sollst schon deine Wurst essen. Ich stimme völlig zu. Ich denke, ich mache einen Hotdog aus Pizza. Mit einem leckeren Wurstbelag. Sieh nur, wie groß und lecker sie ist. Das ist das Leckerste, was ich seit langem gegessen habe. Die Wurst ergänzt den Geschmack der Pizza perfekt. Sie ist so viel schmackhafter als normale Hotdogs. Juli, du zwingst mich, dir ein bisschen von deiner Köstlichkeit zu nehmen. Das würde ich sehr gerne tun. Was machst du da? Wer hat dir erlaubt, meine Wurst und meine Pizza anzufassen? Gib mir meinen Hotdog zurück. Schäme dich. Iss deine Kakerlaken. Ich will nicht. Es gibt so viele von ihnen. Sie wollen offensichtlich meine Pizza essen. Wow, es gibt wirklich eine ganze Reihe von ihnen. Geht raus. Lass mich wenigstens einen Bissen Pizza essen. Wow, sie haben mir kaum etwas hinterlassen. Nun, das ist sogar noch praktischer. Sie hat gerade eine Kakerlake gegessen. Was für ein Albtraum. Ich glaube, da ist etwas in meinem Mund. Raus! Aha, Milas Mund ist jetzt eine Kakerlakenreich. Kann ich dieses Mal die Erste sein? Ich frage mich, was in dieser Runde auf mich zukommen wird. Oh nein, bitte keine Würmer. Ich würde mit Kaugummi zufrieden sein. Ja, Hubba Bubba, ich mag es. Wunderbar. Jetzt bin ich an der Reihe, das Rad zu drehen. Was? Das ist nicht fair. Warum bekommen einige Kaugummis und andere Hühnerfüße? Sie sind ekelhaft und hässlich und widerlich. Ja, ich beneide dich nicht. Iss alles lieber schnell auf. Und worauf warte ich eigentlich noch? Jetzt ist es an der Zeit, diese Kaugummis auf die Pizza zu legen, damit sie schön und lecker wird. Die sind hell und lang. Bingo! Die Pizza mit ihnen auf jeden Fall glänzen wird. Tada! Wie war es? Ich finde, es ist großartig. Ja, das sieht fantastisch aus. Nicht wie Hühnerfüße. Übrigens, ich habe eine tolle Idee. Mila wird den Streich mögen, den ich mir für sie ausgedacht habe. Was zum Teufel ist das? Nein, das ist zu viel. Ich wünschte, du würdest diese Pfoten auf deine Pizza legen, statt in mein Gesicht. Das wäre doch viel produktiver. Warum bin ich so bestraft? Ich könnte den Geschmack von Pizza genießen, aber ich muss an Hühnerfüßen ersticken. Wie war das? Juli, magst du es? Schmeckt die Pizza gut? Willst du mich auf den Arm nehmen? Iss deine Pizza. Okay. Das ist ein Kinderspiel. Eine schöne Pizza zu essen? Wie cool ist das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass Kaugummi und Pizza zusammen etwas Unglaubliches ergeben würden. Es ist so gut, dass ich gar nicht mehr aufhören will. Ich glaube nicht, dass ich seit langem eine bessere Pizza gegessen habe. Es ist Zeit für eine riesige Kaugummiblase. Wow, es ist wirklich groß. Je größer die Blase, desto cooler der Boom. Was ist hier los? Wo bin ich? Ich kann wegen der Flüssigkeit nichts mehr sehen. Das ist mein Chance, die ganzen Hühnerfüße loszuwerden. Pizza ohne sie zu essen schmeckt viel besser. Juli, denkst du, dass ich nichts gesehen habe? Du hast es nicht getan. Ich habe alles gesehen. Und für deinen Betrug wirst du dich dem Rad der Strafe drehen müssen. Oh nein, ich hoffe, ich bekomme etwas, das nicht gruselig ist.
Boah, der Regen ist sogar schön. Was wäre, wenn es Hühnerfüße regnen würde? Haha. Oh nein, ich bekomme eine Welle von diesen bösen Füßen. Juli, du siehst so lustig aus. Okay. Mal sehen, welche Leckereien mich dieses Mal erwarten. Oh ja, das nenne ich Glück. Es ist Zeit für ein paar Kaugummi-Augen. Man kann sie nicht nur essen, man kann auch damit spielen. Schau mal, Mila, ich habe Augen auf meinen Fingern. So, jetzt ist genug gelacht. Zeit, die Augen zu probieren. Wie war es? Schmecken sie gut? Sehr gut. Ich bin mir sicher, dass meine Pizza unglaublich wird. Ich wollte auch den leckeren. Oh, Oktopusse. Oh nein. Sie sind so klein und schleimig und ekelhaft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schrecklich meine Pizza sein würde. Stell dir vor, wie unangenehm sie sein würde. Naja, das sieht sogar schrecklich aus. Igitt. Ich beneide dich nicht. Ich hingegen bin mir sicher, dass meine Pizza mit den Kaugummi-Augen köstlich sein wird. Es sieht sogar schön aus. Wunderbar. Wie lecker. Ich kann nicht aufhören. Ich könnte auch etwas Weingummis gebrauchen. Alle würden. Ich bin neidisch auf mich selbst, weil ich so eine leckere Pizza gegessen habe. Jetzt fallen mir sogar die Augen aus dem Mund. Haha, Jule, du machst Quatsch wie immer. Ich habe einfach sehr gute Laune. Mila, warum isst du nichts? Ich habe gehofft, du vergisst mich. Ich will diese Oktopusse wirklich nicht probieren. Ich hoffe, sie kleben nicht Tränen an mir. Die arme Mila, es ist wirklich ekelhaft für mich, es überhaupt anzuschauen. Ja, natürlich, da sind Oktopusse. Sie sind klebrig. Wie findest du das witzig? Das ist überhaupt nicht witzig. Ich zeige es dir. Hui, was war das? Wie konntest du es wagen? Jetzt ist dir klar, dass Oktopusse überhaupt nicht lustig sind. Das hättest du nicht tun sollen. Warte, ich schiebe dir gleich eine Pizza in den Mund. Die ganze. Dann wirst du die Oktopusse bestimmt nicht entkommen. Nimm es. Igitt, was für eine Abscheulichkeit. Jule, du bist sehr grausam. Ich bin es nicht. Ich bin nur fair. Bon Appetit. Entscheiden wir uns mit Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe gewonnen. Oh ja, ich mag Pommes frei sehr. Magst du Kakerlaken? Du bekommst sie unbedingt. Juli, du weißt, dass Schummeln nicht gut ist. Bringe das Rad wieder so an, wie es war. Sonst sollst du zum Rad der Strafe greifen. Also gut. Hier sind meine Pommes frei. Es gibt so viele von ihnen. Und sie riechen so lecker. Ich kann kaum erwarten, sie zu essen. Juli, du bist an der Reihe, das Rad zu drehen. Stimmt, ich hoffe, es wird nicht auch noch lecker. Hauptsache, es schmeckt gut, es schmeckt gut. Nein, alles außer Knoblauch. Es stinkt so sehr. Seltsam, aus irgendeinem Grund gibt es keinen Knoblauch hier. Dann brauche ich nichts mehr zu essen. Schaue genauer hin. Irgendwoher kommt wirklich ein Geruch. Warum hat man dieses Zeug auf mich gehängt? Ekelhaft. Okay, zuerst muss ich den Knoblauch schälen. Ich habe sogar eine spezielle Box dafür. Zuerst soll ich alle Knoblauchzehen hineinlegen. Und in 2 Sekunden verwandelt sich der Knoblauch in geschälten Knoblauch. Fertig. Und es kann ein wirklich hübsches Muster auf einer Pizza ergeben. Wie ein Herz. Großartige Idee. Und ich werde Kartoffeln verwenden, um mein Gefühl zu teilen. Freude. Das heißt, ein süßes Smile-Gesicht zu zeichnen. Ein Smile ist viel besser als dein Herz. Naja, du hast es mir gerade nachgemacht. Nichts kann mehr Knoblauchherz besiegen. Jetzt musst du das Herz essen. Wie soll ich es essen? Das Herz ist so schön. Du bist immer nachlässig. Zeit für das Bestrafungsrad. Mann, ich habe überhaupt kein Glück.
Wow! Ich muss nicht nur Knoblauchpizza essen, sondern auch einen Smoothie im Mixer zubereiten. Wir haben einen Mixer, du hast also großes Glück. Ich frage mich sogar, was dabei herauskommen wird. Etwas sehr Böses, denke ich. Das werden wir gleich schauen. Los! Wenn ich ausbreche, ist Mila schuldig. Und diese Art von Mischen würde mich definitiv zum Kotzen bringen. Ja, ja, das sieht wirklich eklig aus. Es ist wie ein Mülleimer in meinem Mund. Mit diesem Duft werde ich nicht lange durchhalten. Igitt, aber das bedeutet nicht, dass ich es riechen muss. Halt mich fest, ich falle runter. Oh nein, Knoblauch hat sogar Mila vernichtet. Was für ein Horror. Ich bin hier, mir geht es gut. Wow, die Pommes landeten sogar in meinem Gesicht. Das war cool. Und es kann weitergehen. Das stinkt ja. Ich habe keine Lust auf Knoblauch. Ich habe die größte Portion von euch. Womit habe ich das bloß verdient? Fang du an, Ethan. Wieso? Wieso? Na, schmeckt's dir? Nee, das ist ja schlimmer, als ich dachte. Emma, jetzt bist du dran. Und wenn ich es einfach wegschmeiße? Denk nicht erst mal dran. Oh nein, gleich habe ich einen schlimmen Mundgeruch. Ah, ich hab's dir doch gesagt. Julia, jetzt bist du dran. Oh, mich hat jemand gerufen. Halt! Zuerst isst du deinen Knoblauch. Ist ja gut, ich mach ja schon. Ich kann's kaum erwarten. Ich muss das schaffen. Jetzt sei nicht so gemein. Ist doch voll witzig. Wieso muss ich das machen? Weißt du, wer hier noch fehlt? Ein Vampir. Ethan, hör auf mit dem Blödsinn. Ist noch ein bisschen übrig. Iss den Knoblauch, sonst fresse ich dich. Jetzt geh weg, lass mich in Ruhe. Oh, mir ist schlecht. Das war ein tödlicher Treffer. Gott sei Dank ist das endlich vorbei. Er soll nicht zurückkommen. Wir haben den Vampir besiegt. Okay, der Spaß geht weiter. Wir haben Pfannkuchen bekommen. Hier sieht ja eine Portion bunter als die andere aus. Ich bin am Verhungern, also fange ich auch gleich an. Und auf meinen Pfannkuchen kippe ich noch Sahne und M&Ms. Ist perfekt geworden. Lecker Schmecker. Emma, jetzt bist du dran. Ich will meine Pfannkuchen auch verbessern. Aber zuerst werde ich sie größer machen. Dafür habe ich mir dieses Nudelholz hier geholt. Und jetzt wird es Zeit für Schlagsahne. Ganz schön viel. Und da kommen noch Marshmallows und M&Ms drauf. Wow! Schaut euch diesen riesigen Pfannkuchen an. Der passt doch nicht in deinen Mund. Oh, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Das schaffe ich noch. Ich will meine Pfannkuchen auch platt machen. Gib mir mal das Nudelholz. Bitte sehr. Okay, es sollte klappen. Oh nein, sie fallen. Jetzt sind wir voller Pfannkuchen. Was hast du gemacht? Und jetzt gibt's Kaugummi. Ethan hat am meisten, Julia etwas weniger und Emma am wenigsten. Macht euch nichts draus. Das ist einfach meine Runde. Dann lasst uns mal anfangen. Ich liebe diesen Kaugummi. Der ist so schön saftig und geschmackvoll. Du Angeber. Schließlich habe ich auch Kaugummi. Hey Julia, schau mal her. Wir können versuchen, Ethan zu hypnotisieren. Wirklich? Lass uns das probieren. Wir benutzen einfach die Packung hier. Hey, was willst du? Schau mal her.
Geschafft, jetzt fesseln wir ihn und nehmen ihm den Kaugummi weg. Hey, was soll das? Gib das wieder her, das ist voll unfair. Blöde Jan. Hey, ihr Diebinnen. Hör auf zu schreien. Warte, hier hast du ein Kaugummi von mir. Super. 1, 2, 3 und es geht weiter mit Zitronen. Ich weiß, die mag niemand, aber da führt kein Weg daran vorbei. Julia, fang du an. Okay. Wie eklig. Wie geht? Jetzt bist du dran, Ethan. Okay. Oh Mann, das ist viel zu sauer. Da kommen mir die Tränen. Emma, mach du weiter. Das schaffe ich. Ich kann das ertragen. Wobei, nein, das ist viel zu eklig. Und wenn wir uns daraus Saft pressen? Ich habe hier so einen Zapfhahn. Ethan, gib mir mal ein Glas. Bitte sehr. Es funktioniert. Oh, ein Glas wird nicht reichen. Wir brauchen mehr. 2 Gläser werden auch nicht reichen. Ich habe noch so ein Riesenglas hier. Da haben wir auch keinen Platz mehr. Passt auf, verschüttet nichts. Hier hast du noch einen Teller. Das hilft auch nicht. Wir brauchen mehr Geschirr. Mann, das sieht voll lustig aus. Wie geht? Ethan, zauber uns was her. Hot Dogs, was sagt ihr dazu? Einen für Emma, ein paar mehr für Julia und am meisten hat Ethan. Ich gebe noch Ketchup und Senf drauf. Ich will auch was. Warte, ich fange zuerst an. Das ist mega lecker. Sieht appetitlich aus. Ethan, jetzt kommst du dran. Ich bin mir sicher, das wird lecker. Kann ich was von den Soßen haben? Bitte sehr. Voll cool. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle auf einmal halten soll. Ich krieg gar nicht genug davon. Jetzt bin ich dran. Und wenn ich... Ja, ich habe eine Idee. Was machst du denn? Ich will Ethan einen Streich spielen. Mal sehen, was er zu dem Hotdog hier sagen wird. Oh, noch ein Hotdog. Vielen Dank. Lecker Schmecker. Aua, das hat wehgetan. Mann, urkomisch. Und zu guter Letzt gibt es noch Kaugummi. Was hätte besser sein können? Natürlich nichts. Mal wieder klitzekleine Portion, mittlere Portion und riesige Portion. Oh Mann, ich hätte gerne mehr gehabt. Oh Mann, schau dir die Portion an. Weg mit dem Verpackungspapier. Ihr könnt mich gerne beneiden. So viel Kaugummi. So schön saftig. Ja, hör auf zu prahlen. Ich habe auch nicht viel weniger. Und ich finde den Kaugummi auch voll toll. Ich hätte aber gerne mehr. Schaut mal, ich habe mir was hergezaubert. Schon mal so einen großen Kaugummi gesehen? Wow, das ist ja echt eine Zauberei. Jetzt habe ich auch eine Menge Kaugummis. Es wird Zeit für ein paar Kaugummiblasen. Haltet mich fest, ich flieg weg. Wow, ich will aber auch fliegen. Oh, es klappt auch schon. Julia, ich komme. Hey Emma, schau mal, sie fliegt, du fliegst auch weg. Wo wollt ihr hin? Ich bin Erster, der beginnt. Wow! Oh, wow, eine ganze Reihe von verschiedenen Eissorten. Mein Traum wird wahr. Kate, jetzt bist du dran. Oh, mir schwindelig. Na, was habe ich bekommen? Oh, no. Oh nein!
mich auf diese Weise bestraft. Come on! Ich will diese Chilischoten nicht. Die sind viel zu scharf. Awesome! Oh ja, mein Kuchen wird da viel leckerer sein. Wenn ich erstmal das Reis drauflege. Schau mal, wie bunt das aussieht. Awesome! Ich weiß sogar, wie ich die Torte noch schöner machen kann. Ich brauche einfach auf der Spitze noch mehr Eis. Bingo! Den gesamten Eimer. Und wenn ich jetzt die Torte noch etwas höher machen könnte, zum Beispiel mit noch einer Eiskugel. Wow! Awesome! Wow! Wow! Ist ja toll. Ah, du weißt ja noch gar nicht, wie lecker diese Torte sein wird. Gleich werde ich es dir ausführlich beschreiben. Das ist erstaunlich. Genauso lecker, wie ich dachte. Kate, willst du auch was probieren? Could you please? Natürlich, wenn du mir was gibst. Willst du was? Kriegst aber nicht. Denn das ist meine Torte. Du hast deine eigene. Carlos, probier was. Ich hoffe, dass ich von einem Bissen nicht gleich ein Feuer entfache. Ich wünsche mir Glück. Mein Mund brennt. Was für ein Albtraum. Von dieser schrecklichen Torte esse ich nichts mehr. Ach so? Dann werde ich wohl das Rad der Strafe rausnehmen. Mal sehen, was du bekommst. Awesome. Oh ja, yeah. Noch mehr Tabasco über deine Torte. Ich bespritze einfach mal deine Torte. Was hast du da getan? Ich hatte mal eine blaue Torte und jetzt ist sie ja ganz rot. Jetzt werde ich sicher verbrennen. Tom, wenn hier gleich was brennt, dann bist du daran schuld. Ich spüre meinen Mund nicht mehr. Du hast Dampf in den Ohren. What? Oh nein, ich hebe ab. Wo willst du hin? Wer wird die Kuchen essen? Diesmal müssen wir das Rad wohl selber aufhalten, oder? Okay. Ich mach's einfach mit geschlossenen Augen. Was zum Teufel ist das denn? Mayonnaise und Essigpulver? Ich wollte doch keinen Salat machen. Awesome. Mal sehen, was ich diesmal bekomme. Was Leckeres, oder? Nee, das ist voll unfair. Ich muss das Rad weiterdrehen. Nee, das ist jetzt unfair. Wenn du schummelst, muss ich das Strafrad wieder rausholen. Okay, wo sind meine Schokogeschenke? Ich liebe Nutella und Bueno. Und ich muss wohl die kalorienreicheste Torte auf der Welt zubereiten. Diese Mayonnaise ist so eklig. Gross Fett. Nutella hingegen ist einfach fantastisch. Ich könnte dich jeden Tag essen. Wie kriege ich jetzt die Mayo auf den Kuchen? Die ist so dick. What? Richtig fettig. Oh. Awesome! Ah, ich habe eine Idee. Nutella ist auch dickflüssig. Deshalb muss ich sie auf besondere Weise angehen. Ich nehme mir Werkzeug und bringe die Nutella an der Torte an. Oh, das ist wohl die leckerste Torte, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Okay. Jetzt muss ich nur noch die Nutella ausrollen. Awesome! Sieht schon mal gut aus. Ich will auch was probieren. Oh oh. Ups, jetzt habe ich Schokolade im Gesicht. Das ist toll. Wenigstens kann ich etwas Leckeres probieren. Diese blöde Mayonnaise will nicht rauskommen. No! Na komm schon. Na endlich. Das sieht mega eklig aus. Bingo. Hier stimmt noch was nicht. Vielleicht ist sie nicht flach genug. Awesome. Ich nehme mir so lange deinen Roller. Aha, ich habe herausgefunden, was los ist. Awesome. Ich muss die oberste Schicht etwas fester machen. Oh, weird. Was ist das denn? Wo kommt die Mayo her? Kate, ich glaube, du steckst dahinter, oder? Du hast meine Torte ruiniert. Wieso hast du mir das Glas auf den Arm gestellt? Damit du mir nicht mehr in die Quere kommst. Hilf mir, das Ding abzunehmen. Oh no! Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss nämlich meine Schokoriegel anbringen. Das ist ein anspruchsvoller Job. Perfekt. Wie soll ich die Gurken anordnen? Das ist eine große Herausforderung. Vor allem ohne Hände. Schau dir meinen Kuchen an. So richtig schön schokoladig.
ich will auch so einen. Kann ich vielleicht was von dir probieren? Ich gebe dir auch was von meinem ab. Von deinem? Nein, vielen Dank. Ich will mein Schokowunder probieren. Awesome. Oh, wie lecker. Leute, ihr solltet alle mal so eine Torte probieren. Ich muss meine Torte auch probieren. Ich glaube, ich werde nicht begeistert sein. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Dieser Kuchen ist schrecklich. Wie geht's? Was wird diesmal auf uns zukommen? Wow, Zuckerwatte. Super. Ich hoffe, ich krieg auch was Leckeres. Oh Mann, nur Kerzen. Hey! Das sind Kerzen, die du auch noch essen musst. Und ich werde dir dabei zuschauen, dich auslachen. Ich hingegen werde meine Zuckerwatte an der Torte anbringen. Aber zuerst mache ich mir daraus einen richtig guten Schnurrbart. Und nicht nur ein Schnurrbart. Ich mache mir ein Ziegenbart. Jetzt sehe ich aus wie ein echter Pirat. Zuckerwatte ist eine coole Sache. Voll köstlich und macht eine Menge Spaß. Ich bin einverstanden. Ich habe auch was von der Zuckerwatte probiert. Hoffentlich macht ihm das nichts aus. Köstlich. Lecker? Wie konntest du es wagen? Das ist meine Zuckerwatte. Du darfst sie nicht anfassen. Ich werde nämlich damit meinen Kuchen dekorieren. Jeder Millimeter Watte ist mir wichtig. Daraus kann ich richtig schöne Figuren machen. Ein Häschen und eine Ente. Die sehen richtig cool aus. Und jetzt wird es Zeit, dieses Wunder zu probieren. Sehr lecker. Genau das, was ich wollte. Kuchen mit Kerzen ist was Tolles. Aber wer isst die Kerzen schon? Man pustet sie einfach aus und das war's dann. Aber ich mag es, Kerzen auszupusten und sie anzuzünden. Ah, jetzt will ich sie ausblasen. Hey, Tom, was erlaubst du dir überhaupt? Findest du das lustig? Du hast den Alarm ausgelöst. Jetzt werden wir alle nass. Was habe ich angetan? Ich will das nicht. Blödes Wasser. Tom, alles nur wegen dir. Come on! Gut, dass ich wenigstens noch meine Torte essen kann. Oh nein, meine arme Torte. Meine arme Zuckerwatte. Awesome! Jetzt will ich auch was probieren. Okay, die Kerze gefällt mir nicht wirklich, aber die Torte ist lecker.